Freunde, seid gegrüßt. Hier ist MD Vegan. Haben euch einen einfachen Endivien-Salat mit ein bisschen Paprika. Ja, ich zeige euch gleich mal den Salat und die geschnittene Paprika. Ja, eine Paprikaschote hier. Einfach in Streifen schneiden. Das kann ja jeder. Schön großes Messer geht es ziemlich leicht. Erst halbieren, rausnehmen die Kerne und dann einfach die Scheiben abschneiden, die Streifen. Das ist nicht schwierig. Und genauso bereite ich auch, so einfach bereite ich auch den Endivien-Salat zu. Der ist gewaschen. Ja, wie ihr seht, noch ein bisschen feucht, abgetrocknet. Am besten eine Salatschleuder. Und ich brauche die Blätter einfach nur aufeinander zu legen, ja, zu stapeln. Dann nehme ich ein Messer und fange an, die der einfach so Streifen abzuschneiden. Das ist beim Endivien-Salat, der einerseits ein sehr edler Salat ist, das ist ein bisschen teurer als die anderen Kopfsalate. Andererseits aber auch etwas bitterer. Er ist sehr viel gehaltvoller. Alle grünen Salate sind ja sehr enzymhaltig, also Fermente, die sind sehr wertvoll für die Verdauung und spielen eine wichtige Rolle im Organismus, damit alles funktioniert. Ja, Drüsen, Fermente, das sind sozusagen die Kernelemente, ja, die man braucht. Also Enzyme sind sehr wichtig und die sind halt reichlich im grünen Salat drin und auch in diesem Endivien-Salat. Da kommt jetzt hier einfach eine Schüssel. Also er ist ein bisschen bitterer als der andere grüne Salat und ein bisschen kräftiger und aber auch nahrhafter. Hier so meine kleine Portion heute. 10 Blätter von Endivien-Salat und eine Paprikaschote. Ja, da habe ich schon eine ganze Menge, eine Kleinigkeit. Und dazu kommt ein Dressing aus Kokossahne. Hier habe ich ein bisschen Kokossahne, habe ich jetzt mal aus der Dose genommen. Man kann die auch selbst machen, die zeige ich im anderen Video. Da habe ich mehr die Sahne genommen als die Flüssigkeit aus der Dose. Die kommt jetzt hier rein. Dazu kommt ein Stückchen Ananas. Ja, heute mal die Variation Kokossahne mit Ananas. Ich habe neulich mal ein Dressing Banane gemacht. Natürlich süßer, Ananas ist ein bisschen saurer. Eine tolle, toller Geschmack, auch viele wertvolle Nährstoffe, die Ananas, zum Beispiel Bromelin, das ist auch für die Fettverdauung sehr gut und passt aber mit vielen anderen Nährstoffen, Nahrungsmitteln nicht zusammen. Aber mit der Kokosnuss sehr gut und ich glaube auch, dass das Currypulver dazu auch sehr gut passt. Das ist ein indisches Currypulver, ja, könnt ihr auch selbst machen, aber ich habe jetzt mal einen Kork gekauft. Ja. Das ist auch sehr lecker. Verschiedene Sorten. Das Indische mag ich sehr gerne. Hat einen eigenen Geschmack. So ein bisschen runder finde ich das. Es gibt so schärfere und süßere. Und jetzt mache ich jetzt mal den Blender Dance. Die Blender Dance. Und dann schmecke ich es ab. Vor euren Augen. Mal schauen, ob es schon gut ist. Bei der Kokossahne, wenn man sie aus der Dose nimmt, ist sie oft schon, braucht sie oft ein bisschen länger mit dem Mixen, bevor sie wirklich fein und cremig wird. Mal schauen, wie das jetzt hier aussieht. Sieht auf den ersten Blick ganz gut aus. Muss man probieren, ob es auch schmeckt. Ganz fein. Oh, Leute, das müsst ihr probieren. Sowas von lecker. Also die Ananas, Kokosnuss, Currysoße, die ist super lecker. Und die andere mit der Banane statt der Ananas, also Ananas, Banane, Kokosnuss, Curry ist auch super. Ein ganz anderer Geschmack, passt natürlich zu anderen Gerichten. Hier würde die mit der Banane nicht reinpassen, weil die ist hat zu wenig Säure. Die habe ich in eine Zucchini-Nudel reingegeben und es passte da sehr gut mit der Banane. Hier mit der Ananas, die müsste für diesen Salat perfekt sein. Ja. Diese etwas stärkere Säure von der Ananas, ja, ist auch nicht sehr dick. Das ist auch absichtlich so, weil sonst wird nämlich dieses feine Blatt, das ist doch recht fein, wenn man es in Streifen schneidet, etwas matschig und das soll es ja nicht. Ja, jetzt brauche ich das ein bisschen runterzuheben. Das könnt ihr euch schon vorstellen, wie das geht. Und dann habe ich ein köstliches kleines Gericht. Und wenn man es ein bisschen größer macht, kann das für mich auch durchaus ein Abendfüllen sein. Ja, wenn man ein paar Blätter mehr nimmt oder zwei Paprikas,
weil das Dressing auch sehr nahrhaft ist. Ihr seht also hier, ich zeige euch das gleich nochmal, wenn das alles untergehoben ist, ist das Blatt immer noch schön integer, nicht matschig geworden. Das ist eben sehr wichtig bei Salatdressings, nicht nur der Geschmack, auch die Stärke, die Konsistenz im Zusammenhang mit dem Salat. Sieht die ganz feinen Blätter immer noch sehr schön knackig und frisch, ohne matschig zu sein. Das ist sehr wichtig beim Dressing. Beides muss stimmen. Der Geschmack muss ein bisschen intensiver sein als bei einer normalen Soße, ja, weil es ja im Salat sozusagen aufgeht und dann den Geschmack verliert etwas im Vergleich zum Salat. Während bei normalen Gerichten die Soße genau abgeschmeckt werden muss. Beim Salat etwas stärker und die Konsistenz auch sehr wichtig, damit der Salat, wie gesagt, nicht matschig wird. Dazu auch passt. Ja. Manche Salate verlangen ein ganz feines Dressing, manche ein kräftigeres, zum Beispiel Rotkohl oder Möhren oder Paprika nur alleine. Kann man ruhig ein bisschen mehr dran geben ans Dressing, ein bisschen mehr Schwere. Aber ich finde, insgesamt habe ich sehr gerne nahrhafte Dressings. Also Dressings, wo auch wirklich nahrhafte Nährwerte drin sind, die mir auch selber so eine Art einer Suppe mich schon satt machen könnten. Und Dressings, finde ich, sollten sowieso immer sehr gut schmecken. Aber naja, dazu vielleicht andermal noch mehr zu Dressings. Jedenfalls hoffe ich, dass der Salat euch genauso gut schmecken wird wie mir. Probiert es vielleicht mal aus, sagt mir Bescheid, mich freuen. Also mein Kanal ist MD Vegan auf YouTube, könnt ihr abonnieren, kriegt ihr jeden Tag ein neues Rezept. Facebook, Instagram. Bis bald.